Christine, wie passt du die Schnittmuster an deine Körpergröße an, ist die häufigst gestellte Frage, die ich beantworte. Und da habe ich mir gedacht, ich mache es einmal ausführlich. Zuerst klären wir das Grundprinzip des Verlängerns. Das heißt, man hat ein Schnittmuster, zeichnet eine Linie ein und kann anhand dieser Linie das Schnittmuster verlängern oder verkürzen, indem man es auseinanderschneidet und die Länge hinzugibt, die fehlt. Zum Beispiel 5 cm, da muss man achten, dass überall der Abschnitt 5 cm ist. Also hier 5 cm, da 5 cm. Also einfach gleichmäßig auseinanderziehen. Jetzt gehen wir ins Detail und ich zeige euch, wie ich es am Ärmel, an der Hose und an einem Kleid verändere. Fangen wir mit den Ärmeln an. Da unterscheide ich erstmal, ob wir einen geraden Ärmel haben, das heißt, dass das hier ungefähr gleich parallel verläuft, oder ob in dem Ärmel eine gewisse Form ist, zum Beispiel, dass er enger am Ende, also Richtung Handgelenk zuläuft. Ist der Fall hier ein gerader Ärmel, kann man theoretisch das hier unten einfach verlängern. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, weil meistens ist das hier ja auch ausgerechnet und der Abschluss vom Handgelenk soll ja besonders schön sein, geht man einfach hier in die Mitte und verlängert dort. Hat man aber eine gewisse Form in dem Ärmel, würde ich nicht einfach hier am Ende das weiter zulaufen lassen und quasi so verlängern. Dann wird es einfach zu eng, also es macht keinen Sinn. Deswegen suche ich mir meistens die Stelle zwischen Ellenbogen hier und Handgelenk und meistens hast du das letzte Drittel und verlängere das auf dieser Höhe. Vom Prinzip her ist es eigentlich ganz einfach. Jetzt gehen wir zur Hose. Bei der Hose gibt es bei mir zwei Änderungen. Einmal die Schritthöhe und einmal die Gesamtlänge. Bei der Schritthöhe suche ich mir die Reißverschlussmarkierung, wenn eine vorhanden ist. Ansonsten mache ich es nach Gefühl. Und gehe kurz darunter und zeichne hier die Linie ein, die ungefähr parallel zu der und dieser Linie verlaufen sollte. Wenn die Hose wirklich sehr gerade geschnitten ist, dann verlängere ich hier unten einfach. Sollte die Hose aber Richtung Fuß immer enger werden, dann suche ich mir den Punkt aus, wo mein Knie ungefähr sein wird. Hier, das soll jetzt mein Knie sein. Und verändere es einmal kurz unterhalb des Knies und oberhalb des Knies. Wenn wir zum Beispiel 10 cm ändern wollen, dann ändere ich das hier 5 cm und hier auch. Zuletzt schauen wir uns jetzt nochmal das Kleid an. Bei einem figurbetonten Kleid suche ich mir einmal die Stelle aus, wo die Brust sein sollte und wo die Taille sein sollte und gehe zwischen diesem Bereich und ändere den Schnitt auf dieser Höhe. Zudem mache ich das Kleid immer länger und gehe, wenn schon, unterhalb der Hüfte, das ungefähr hier ist, oder wenn es wirklich sehr, sehr gerade geschnitten ist, mache ich das hier unten. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Ein kleiner Warnhinweis, ich habe mir alles selbst beigebracht, deswegen kann ich nicht garantieren, dass alles hundertprozentig richtig ist. Aber ich kann nur so viel sagen, bei mir funktioniert's.